Moin Moin, hier wieder aus dem hohen Norden. Das ist wieder eine Fortführung meiner Elektrolyse. In den ersten beiden Videos über die Elektrolyse habe ich euch schon einiges erzählt. Und das ist jetzt mein Anodenschlamm. Da seht ihr es schon. Schön sieht das aus. Ich koche das jetzt aus, wie ihr seht, auf Stufe 3, so ungefähr bis 80 Grad kocht das mir hoch. Natürlich hitzebeständiger Glas. Behälter und da sollten mir alle unedlen Metalle jetzt sich auflösen. Das filtere ich natürlich auch ab, weil das abgesetzte Gold im Anodenschlamm ist so fein, dass man das aus Versehen auch wegkippen könnte. Deswegen, das ist jetzt schon der zweite Durchgang. Ich habe das schon mal durchgekocht und da seht ihr es schon, kleine Partikel kommen da immer wieder mit raus. Deswegen den Filter schön aufbewahren, weil der kommt im nächsten Prozess wieder mit rein. Und zwar, der nächste Schritt wäre oder ist dann auch, dass ich den Anodenschlamm, den übrig gebliebenen, mehrmals mit sauberem Wasser auswasche und anschließend das alles in Königswasser auflöse. Ihr könnt natürlich auch noch anders verfahren. Man könnte das auch noch direkt einschmelzen. Dann habt ihr da Goldanteil auf jeden Fall. Aber immer noch viel zu viel Silber und einiges noch an Kupfer. Platin, Palladium ist da auch noch ein bisschen was drin. Ich kann euch leider nicht genau sagen, wie viel. Weil das ist so das erste Mal, wo ich das so richtig mache mit analysieren und komplett alles, weil sonst bis jetzt habe ich das einfach immer nur weggegeben und verkauft auf eBay oder direkt in der Scheideanstalt. So, dann zeige ich euch im nächsten Schritt, wie man das mit dem Königswasser auflöst und wie man das Gold nachher auch wieder zurückholt.